Hallo, schönen Nachmittag an euch alle. Willkommen zu CMC Barbecue. Die Aktien, die die Gewinner sind: Amazon, Tesla, Netflix. Diese Dreierkonstellation könnte auch den Nasdaq nach oben treiben, vorbörslich. Amazon auf einem neuen Allzeithoch, Netflix und Tesla. Schauen wir uns auch an. Netflix wurde auf CNBC schon als Pharmaaktie bezeichnet, weil man ja, das ja Balsam ist auf die Seelen der in Quarantäne stehenden Bevölkerung oder unter dem Lockdown zumindest, wenn es keine Quarantäne ist. Aber die Leute sind zu Hause und schauen Netflix und ist das eine Pharmaaktie? Finde ich eine interessante Sichtweise, genauso wie Amazon von einem Analysten aus den USA als Versorgeraktie gehandelt wurde. Also Grundbedarf wird geregelt über Amazon, weil die Leute ungern einkaufen. Wenn demnächst dann Maskenpflicht kommt, wird es auch unangenehm. Derzeit, wenn man einkaufen geht, sind vielleicht 5 oder 10% der Leute mit einem Mundschutz unterwegs. Wenn demnächst alle sind, na gut, auf jeden Fall Amazon profitiert und Tesla könnte auch profitieren, weil die Autobauer, die traditionellen, wahrscheinlich mehr Probleme haben werden, weil jetzt der Umbau noch schneller geschehen muss. Also alles, was, das ist das, was dieser Lockdown des Coronavirus mit sich bringt, alles, was zuvor wuchs und gedeihte und Geschäftsmodelle, die stark wuchsen, die wachsen jetzt noch schneller, expandieren noch rasanter. Und die Wirtschaftsbereiche und Unternehmen, wo es ohnehin schon kriselte, bauen jetzt noch schneller ab, müssen Restrukturierungen und Umbaumaßnahmen noch schneller vorantreiben. Also es ist ein Brandbeschleuniger, dieser Lockdown, und Trendbeschleuniger für vieles, was zuvor auch schon als Trend erkennbar war, wird jetzt noch schneller geschehen. Alles im Zeitraffer. Der Nasdaq 1, 2, 3 Top von gestern hat den bullischen Druckaufbau. Erstanträge, oh, waren ungefähr in dem Rahmen dessen, was man erwartete. Also ein bisschen auch eine Beruhigungspille, dass es da also man in der Lage ist, das jetzt mittlerweile ein bisschen abschätzen zu können, dass man nicht völlig sich verschätzt. 80,46 Nasdaq 100 Cash Index, Punkt 1, ein bullischer Druckaufbau möglich. 8,71750 zu überschreiten würde bedeuten, das Top von gestern rauszuräumen. Der US-30 ist schwächer. Der ist hier noch unter seinem bei 23,824 liegenden Punkt 1. Rohöl, heute Morgen darauf hingewiesen, hatten 1, 2, 3 Tief von Punkt 2 aus dem Stundenchart. Die Bodenbildungen, 5 Minuten kurzfristigen Boden und bleibt jetzt hier an der 261er Extension hängen. Wichtig wird dabei Rohöl WTI Cash auf der Unterseite 19,87 Dollar, diese Marke zu halten. Behält die Bodenbildung des 123 intakt? Darunter wird es hinterfragt werden. Gold, da haben einige drauf gesetzt, dass wir hier wahrscheinlich noch schlechtere Arbeitsmarktdaten bekommen. Nun sind die jetzt nicht super, die Arbeitsmarktdaten, aber es sind im Rahmen der Erwartungen und nicht wie in den letzten 2 Wochen komplett weg von allem, was erwartet wurde. Und das scheint hier jetzt auch Gewinnmitnahmen auszulösen. Der Punkt 1, 17,25 wird unterschritten auf Stundenbasis. Hier bitte aufpassen, ob wir drunter schließen. Da auch. Also diese Kerze ist noch nicht fertig. Der Volatility Index, der Angstmesser sozusagen, hat das Top bestätigt. Das spricht eigentlich auch für eine Beruhigung im heutigen Handel. 38,17, das 1, 2, 3 Top, Punkt 1 dort liegend, wurde ungefähr zumindest erreicht. Damit ist das Top bestätigt. Und wir haben hier jetzt eben auch ein kleines 1, 2, 3 Top wieder im Stundenchart hier über die Nacht gebildet. Dieses Top wieder bestätigt mit diesem Spike vor den Arbeitsmarktdaten, wo es eben nicht weiterging. Für den Moment also aktives Top ab
aktive Abwärtsbewegung. Beim Vola-Index. Netflix gestern, das ist die Wochenkerze, Tageschart können wir uns auch anschauen. Aber große Geschichte bei Netflix ist, dass wir dieses 1, 2, 3 Top rausgeräumt haben. Heute wird es spannend, ob wir die 4,2318 nochmal testen. Das alte Allzeithoch. Tageschart sieht so aus, wenn man sich den 5-Minuten-Chart anschaut. Dann haben wir hier Ausbruch, Rücksetzer, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch. Insofern alles in Ordnung. 4,2318 wird da die spannende Marke. Ob wir da, können wir gucken, okay, kann man heute darauf achten, gibt es hier an diesem Support oder an dieser Marke, die möglicher Support werden kann, ein 1, 2, 3 Tief zum Beispiel, das hier eine Entwicklung nach oben tragen könnte. Bei Tesla ist, ja, wir waren ja hier an dem Rekordhoch, haben eine deutliche Korrektur in der Tesla-Aktie gesehen und ein 1, 2, 3 Top bildete sich damals, ausgehend von dem Allzeithoch bis zu 7,8844. Diese Marke zu überschreiten, könnte weiteres Kurspotenzial ermöglichen. Und last but not least hier auch die Amazon-Aktie im Big Picture. In 1, 2, 3 haben wir da über 17, 16. 2377 nach oben wäre das 1,61 8er FIBO-Extensionslevel. Also das sieht hier stark aus. Auch schöne Entwicklung hier aus dem 1, 2, 3 heraus. Also Punkt 1, 2, 3, einmal, zweimal und auch mit dem Ausverkauf bei allen anderen Aktien. Quasi der Boden hier einfach nochmal bestätigt, ein drittes Mal, und jetzt sehen wir hier die Bewegung nach oben bei Amazon. Also bärischer Verlauf für den heutigen Tag im Nasdaq wäre ein Unterschreiten der 8646, bestätigen als Widerstand und dann quasi nochmal ein Abarbeiten der FIBO-Marken. Das, was jetzt indiziert wird, ist, dass wir einen Rücklauf hatten, der wurde gekauft, also bullischer Druckaufbau und höhere Hochs. Problem dabei ist, der US-30 müsste hier irgendwie mitziehen. Also muss nicht unbedingt, aber wäre zur Bestätigung schön, aber die Technologieaktien, eine Nasdaq, eine Tesla, Amazon und Netflix sind derzeit einfach stärker als eine Boeing. Das ist eben diese neue Sortierung der Anleger in alles, was irgendwie toxisch ist, fasst man nicht an. Dann hat man Aktien, mit denen man so seinen Frieden machen kann. Und es gibt eben die klaren Gewinner. Und die sind vor allem auf der Technologieseite zu sehen. Und die findet man im Nasdaq. Daher ist wenig verwunderlich, dass hier das 1, 2, 3 Top auf Stundenbasis im US-30 noch intakt ist. Industriewerte eine andere Performance machen, relativ zu den Tech-Werten. Technisch betrachtet, wenn wir uns hier im größeren Bild 4-Stunden-Chart die Entwicklung anschauen, dann haben wir hier aus dem Sell-Off-Tief in 1, 2, 3, die 100%-Extension ist bei 8,8,95 nach oben. Das wäre ein mögliches Ziel, sollten wir das 1, 2, 3 Top hier nach oben rausräumen. Noch 5 Minuten bis zur Handelseröffnung. Das wäre die vorläufige vorbörsliche Spanne beim Nasdaq. Im US-30 könnte die nach unten gerade noch verlängert werden. Ich kann sie gleich nochmal anpassen.
Barry Diller, der hat Fox Broadcasting gegründet in den USA. Der rechnet damit, dass es einen Einbruch bei den Werbeausgaben geben könnte von 80%. Das bringt heute Facebook auf den Plan von Aktien, die in Play sind. Facebook, naja, es ist wackelt ein bisschen hier mit der Bodenbildung. Im Wochenkerzenchart hier zu sehen, haben wir ja bei 172,45 hier die Möglichkeit, nun, wenn wir das halten, ein höheres Hoch machen, hier ein 1, 2, 3 Boden zu aktivieren. Aber wenn das nicht klappt, dann könnte es ja auch einen Abverkauf geben. Alphabet. Liegt jetzt aktuell, ich sehe es gerade, ich wollte es gerade wegmachen, aber an der 20-Wochen-Linie. Die liegt bei 12,75. Zu dem Alphabet, die auch darunter leiden könnten, sollte es tatsächlich zu einer zum Einbruch der Werbeausgaben der Industrie kommen. Ja, also im Wochenchart ist ein ganz normaler Rücklauf, da ist kein Top entstanden. Wie sieht es im Tageschart aus? Ah, interessant, ja, da ist also hier dann doch ein Top entstanden bei Alphabet. Wichtige Marke ist da 12,68,75. Die gilt es zu beachten. Und die Eröffnung ist damit auch da. 0,8% Alphabet im Plus eröffnet. Jetzt genau an dem Punkt, wo quasi ein Überschreiten, also Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top. Facebook. Leichtes Plus. %1,2 plus bei Amazon. Tesla leichtes Minus. 1,4%. Und Netflix plus +2%. Neues Hoch. Signalkerze US30. Goldman Sachs bestätigt das Kaufen-Rating für Netflix, Kursziel 490, Morgan Stanley 450 Dollar, Übergewichten-Rating für Netflix. Goldman Sachs rechnet damit, dass Netflix 10,3 Millionen neue bezahlende Kunden gewinnen könnte im ersten Quartal. Stephen Nikolaus gestern auch schon mit einem Kaufen-Rating für Netflix 440 Dollar Kursziel, Cohen 445 Dollar Kursziel, Bank of America kaufen 460 Dollar Kursziel. Also alle hier bullish. Oder viele Analysten äußern sich bullish, sagen wir es mal so.
Bestätigung für Trend verlassen nach unten. Ja, das ist also interessant. Ja, Nasdaq versucht nach oben rauszulaufen, die Industrieaktien nach unten. Das ist das Coronavirus und das neu sortierende Anleger. Sieht man hier heute im 1-Minuten-Chart ziemlich deutlich. Alphabet geht über 12,6875. Robert fragt im YouTube-Chat, ist der Nasdaq jetzt ein besserer Indikator als der Dow, um den DAX zu bewerten? Also ich bewerte ja gar nicht den DAX, sondern habe eigentlich für den DAX immer den SPX 500, den würde ich dafür nehmen. Aber da viele Kunden eben in US-30 handeln und den Nasdaq bei uns, will ich in der Nachmittagssendung einfach auch den US-30 oder den Nasdaq drin haben und nicht noch den SPX auch nochmal. Aber ihr habt ja die Charts von heute Morgen. Könnt da den Abgleich machen. Wir haben jetzt nachhaltiges Verlassen der vorbörslichen Spanne im US-30. Gold, die Stundenkerze ist immer noch nicht fertig. Wohler findet Support bei der 3620. Tesla am gestrigen Tagestief abgelehnt. Bei Tesla kann man jetzt auch im 5-Minuten-Chart, wenn man sich zusätzlich orientieren möchte, von gestern dieses 1, 2, 3 Top sich anschauen. Da werden wir jetzt genau in der 100% Extension, 7918. Signalkerze ist da im Nasdaq. 865 und 6080. WTI mit Ausbruchsversuch hier über die 261,8er. Boeing minus 3,9%.
als Schwergewicht im US 30, im Dow Jones, lastet das natürlich auf dem Dow. Aber auch der Nasdaq jetzt die Signallinie verlassen nach unten. Ja, und das ist so ein Dreieck, ja. Wir haben Impuls und ein Dreieck ist normalerweise eine korrektive Welle. Die Frage ist, bekommen wir hier eine Bewegung abwärts und eine Trendfortsetzung auf der Unterseite im Tageschart? Dafür muss man hier auf die 120,03, den Test dieser Marke, warten. Da könnte also ein 1, 2, 3 dann entstehen, eventuell. Ansonsten nach oben wäre quasi das Hoch an dem Tag das, was relevant wäre. Dazwischen ist mehr oder weniger die ganze Geschichte neutral. Wir haben also auf der Unterseite hier ein 1, 2, 3 Tief, auf der Oberseite 1, 2, 3 Top. Ja, und jetzt ist Kräftemessen in dazwischen genau in der Mitte angesagt. Also in welche Richtung es läuft, ist nicht entschieden. Das ist so eine typische Konsolidierungspattern. Wenn man nach EW geht und das wäre ein klassisches Dreieck, dann ist das fünfteilig. A, B, C, D und das wäre die E. Das heißt, was jetzt anstehen könnte, ist eine 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie nach unten, ja. Also 120,03 als Prüfmarke bitte beachten. Und Gold im Blick behalten. Ich habe vorhin schon gesagt, die Kerze ist nicht fertig, wenn der Stundenschlusskurs nicht fertig ist. 17,25, 0,3, ein Schlusskurs drüber, würde eben einen bullischen Druckaufbau nach oben ermöglichen. Da kann man also mal drauf achten, was da draus dann am Ende wird. Ich klinke mich an der Stelle aus, sage vielen Dank, bin dann morgen wieder ab 8 Uhr da, wie gewohnt. Wünsche euch viel Erfolg bei euren Trades. Servus!